Wir haben es hier mit dem gleichen Balken wie in der vorhergehenden Aufgabe zu tun. Allerdings befindet sich nun der Punkt C, für den die Verschiebung auszurechnen ist, an einer anderen Stelle. Im Speziellen an einer Stelle, an der keine Kraft angreift. Dies führt uns zum Konzept der Hilfskraft, welches wir an diesem Problem besprechen möchten. Wieder gleiches Koordinatensystem. Ich versuche es drunter zu zeichnen, das Freikörperbild. Auflager, F, A, F, B, P, P. Wenn hier der Punkt C ist, dann brauchen wir, wie gesagt, hier eine Kraft, nach der man ableiten kann, und die nennen wir halt FH. Das ist unsere Hilfskraft. Damit ist auch klar, dass das Ganze symmetrisch ist. Es ist nämlich hier A und hier A halbe und da wieder A halbe und da wieder A. Und die Lagerreaktionen sind auch wiederum komplett symmetrisch. Die werden beide P plus FH halbe werden, wie man beim Hinschauen vielleicht schon sieht. Die brauchen wir vielleicht gar nicht mehr ausrechnen, die Bilanzen zumindest nicht hinschreiben, sondern das könnte man sogar schlussfolgern, dass die P plus FH halbe sind. Beide. Und damit ist klar, dass es absolut symmetrisch ist um die Mitte. Also sofort die Schnittgrößen. Einmal den Bereich bis P, wie das genannt, wieder QX1 und M von X1 und X1. Das M von X1 ist damit P mal X1 plus FH mal X1 halbe. Daraus folgt die Ableitung nach FH ist X1 halbe und M von X1 für FH 0 gesetzt ist P mal X1. An der Stelle sieht man schon einen wichtigen Punkt auch noch, nämlich dass man die Hilfskraft vorher schon einführen muss und in den Lagerreaktionen mit berücksichtigen. Zweite Schnittgröße, zweiten Schnittbereich, wieder P plus FH halbe, hier P, zwischen P und FH schneiden wir also jetzt, haben hier wieder A und hier dann X2. Und am Schnittufer Q von X2 und M von X2. Das M von X2 wird dann P mal A plus X2 plus FH halbe mal A plus X2 minus P mal X2. Sieht man, dass man das da rauskürzen kann gleich, einmal mit Minus, einmal mit Plus, und dass die Ableitung nach FH ein halb A plus X2 werden wird. Und wiederum das M an der Stelle FH gleich 0 ist dann P mal A. Fertig. So, und dann kann man schon das Integral ausrechnen, also den Satz von Castigliano anwenden. Das ist wieder WC. 1 durch Biegesteifigkeit wieder für beide und dann aufgrund der Symmetrie kriegt das Ganze einen Faktor 2. Und wir schauen uns nur die beiden Schnittbereiche an. Und natürlich muss man jetzt auch mit den Grenzen aufpassen ein bisschen, weil wir ja für die Hilfskraft nur 0 bis A halbe haben als Bereich. Also mx1 dmx1 nach dfh integriert über x1 und einmal das Integral von 0 bis A halbe
mx2 und die Ableitung. Integriert über x2. Ausgerechnet, oder setzen wir mal ein vielleicht, 2 durch ei. Das ist p mal x1 mal x1 halbe, also x1 Quadrat halbe dx1 plus das zweite Integral ist p mal a mal a plus x2 halbe dx2, dann können Sie da den 2er noch rauskürzen mit dem 1 halb da drinnen. Und aufteilen und ausrechnen überlasse ich wieder Ihnen. Oder auch nicht aufteilen, wie auch immer. Und dann zusammenfassen, es muss natürlich wieder alles von a hoch 3 abhängen, dass es dimensionsmäßig passt. Und da kommt was Komisches, also gerade was Blödes raus, nämlich 23 24stel. P a der dritten durch B Gesteifigkeit.